Zombie Apocalypse. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Test mit eurem Basti. Ja, ich habe wieder was zum Testen, und wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne ein Like oder einen Kommentar da lassen. Und wenn ihr Sachen habt, die ich vielleicht probieren soll, wo ihr sagt, die schmecken gut, oder schau dir doch das mal an, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber heute sind erstmal Pringles Tortilla El Nacho Cheese Chips dran. Die sehen so aus, eine ganz normale Pringles Packung. Es gab von den Tortilla Chips, glaube ich, noch Chili und was gab es noch? Bacon oder so, glaube ich. Das ist nicht so mein Fall. Ich habe mich für die Cheese-Variante entschieden, weil ich mag Käse und ja, Tortillas mag ich auch. Ja. Und wir werden einfach mal heute diese Dinger probieren, mal sehen, wie sie schmecken. Ich bin echt gespannt, ob sie wirklich nach Käse schmecken, nach Tortillas. Und ja, hier oben habt ihr noch einen Barcode drauf. Was kann man da machen? Scan me. Okay, scanne mich. Ja, vielleicht irgendein Code. Könnte man vielleicht später auch mal ausprobieren, aber jetzt bin ich erstmal auf diese Chips gespannt. Ich denke mal, der Test wird nicht so lange gehen. Also, verschweißt sind sie gut. Ja. So sehen sie aus. Und die riechen einfach voll nach Käse. Und ich bin gespannt, wie sie schmecken. Also lasst uns einfach probieren. Das ist mal eine richtig geile Geschmacksrichtung. Wer es aus dem Kino noch kennt, da gibt es ja Tortilla Chips und die gibt es mit Salsa-Soße oder halt mit Käsesoße, und die schmecken genau wie die Tortilla Chips mit Käse. Die sind voll lecker. Ich meine, gut, viele von euch werden das nicht mehr kennen. Seit 2 Jahren kann man nicht mehr ins Kino gehen, oder fast 2 Jahre. Aber ihr müsst die unbedingt probieren, die sind richtig lecker, ey, also. Also Pringles Tortilla El Nacho Cheese, also Nacho Käse. Da kommt richtiges, geiles Kino-Feeling auf. Jetzt noch eine Cola dazu oder ein Bier. Ja, dann vor den Fernseher, schönen Film rein. Und dann kann es gar nichts Besseres geben. Also. Tja. Ich glaube, mehr brauche ich dazu nicht sagen. 180 Gramm sind in so einer Packung. Ich glaube, das ist bei allen Pringles Packungen gleich. Und wer Käse mag, für den ist das auf jeden Fall ein Muss. Schaut es euch an, probiert selber. Lasst einen Kommentar da, ob ihr die gesehen habt, ob ihr sie getestet habt. Richtig geil, wie im Kino. Und wir sehen uns dann beim nächsten Test wieder. Mal sehen, was ich noch so in den Läden finden werde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Basti. Tschüssi.